bin der Pascal Pfister von Azalei Schweiz. Ich zeige euch jetzt mal unsere genialen Azalei-Kabine. Wir haben hier einen Defender, einen Land Rover Defender 110. Das war ein Station, ein Heritage, den wir aufgeschnitten haben und die Kabine hinten drauf gesetzt. Es passen aber auch noch andere Geländefahrzeuge wie der 130er Defender oder auch Toyota Land Cruiser, die HZJ, die Busch Taxis oder die Pickups oder auch Toyota Hilux oder andere Ford Ranger, passt alles drauf. Außen sieht man schon das Aufstelldach. Vorne sind noch die Zurschienen, etwas Beleuchtung. Oben auch nochmal Zurschienen, auf dem Dach könnte man auch noch Sachen. Bis hier ist das Dach fest. Habt ihr die Möglichkeit, auch noch einen sechsten Reifen zu montieren. Hier sind dann diese speziellen Hohlräume, die es je nach Fahrzeugtyp gibt. Und die können mit ein wenig Herzblut zugänglich gemacht werden für noch zusätzliche Stauräume. Hier ist auch die Befüllung der zusätzlichen Tanke möglich. Geschlossen sieht das alles schön verpackt aus und abgeschlossen. Die Kabine ist hochrobust. Die Farbe ist direkt in Shellcoat eingegossen, so dass auch für Kratzer, auch tiefe Kratzer, es bleibt immer weiß. Es kommt dann keine Grundierung hervor und sie kann jederzeit aufpoliert werden. Seit 2 Jahren sind auch andere Farben auf Aufpreis möglich. Eigentlich fast jede Wunschfarbe. Für Reparaturen, es ist herkömmliches Polyester, also problemlos auch für Reparaturen. Wir haben hier dazwischen einen Zwischenrahmen gebaut aus Stahl, der diese Kräfte der Kabine dann auf das Chassis überträgt. So funktioniert Kabine, Zwischenrahmen, Autochassis perfekt, auch im schwierigsten Gelände. Hinten haben wir eine massive Stahlstoßstange als Unterfahrschutz. Deckel kann weggenommen werden und noch gefüllt werden mit einem Dreibein oder Zeltstange oder was auch immer. Aber hier kann direkt eine Struppe angehängt werden oder ein Fahrzeug geborgen oder Wagenheber drunter. Das ist alles sehr massiv. Da sehen wir dann später innen, ist die Toilette, eine Chemietoilette zum Entleeren, das Fach. Einstiegsdritte, angenehm breite Treppe für hoch. Das Reserverad, auch hier wieder ein Deckel drauf. Es ist alles diskret, schlicht verpackt. Es hat keine Griffe zum Halten. Es ist nur von innen heraus lösbar. Die Beleuchtung auch noch kurz, ist jetzt alles komplett aus LED. Somit geht keine Glühbirne mehr kaputt. Hier haben wir das kleine Staufach für das Gas. Es ist regelkonform gegen innen abgedichtet und gegen unten entlüftet. Hat Platz für 2 Campinggas-Gasflaschen. Dann haben wir hier unser genial großes Außenstaufach. Da hat wirklich dann alles Platz, was draußen benötigt wird. Vom Bergematerial, Ersatzteilen, aber dann auch Stühle, Tische. Hier hat alles seinen Platz, was draußen benötigt wird. Und die Klappe ist auch genial als Picknicktisch oder für die Männer als Stehbar zu benutzen. Gut, da haben wir wieder das Staufach. Und sind außen somit drum. Der Defender wird hinten aufgeschnitten, jawohl. Aber für uns sonst, die einzige Voraussetzung, dass es optimal klappt, ist ein verstärktes Fahrwerk. Damit das Gewicht wirklich exakt, dass das Fahrwerk das Gewicht auch tragen kann. Die Kabine ist fertig ausgebaut um 550-600 Kilo. Mit allen drin, aber noch ohne Gepäck. Ja, aber fix fertig mit der Technik eingebaut. Beim 110er haben wir noch etwa 400 Kilo Zuladung. Der hat in der Schweiz 3080 Gesamtgewicht.
aber man könnte ihn noch auflasten auf 3,5 Tonnen und der 130er, so wie die anderen Toyotas mit 3,5 Tonnen, haben wir dann reichlich Zuladung. Hier sind wir im Innern der Kabine. Es ist ein bequemer Heckeinstieg mit Griff, eine Kochecke mit dem Zweiflammröscher. Es ist ein Waschbecken da mit Warmwasser und ein Kompressorkühlschrank für reichlich Proviant. Dann haben wir hier die bequeme Sitzecke, können problemlos 4 Personen sitzen. Gegenüber mit genügend Kopffreiheit, es ist sehr voluminös und kann angenehm auch Regentage oder kalten Tage drinnen verbringen. Hier haben wir dann den Schrank, da kommen noch Tablare oder eine Kleiderstange, je nach Wunsch. Das ist alles viel Stauraum. Da haben wir alles Sitzbänke, kann alles gefüllt werden, je nach Bedarf. Hier ist der Wassertank und die Batterie, aber das wird alles nach Kundenwunsch gebaut. Und das ist noch ein Anschluss für den Tisch, ne? Genau, hier kommt der Tisch rein, das Tischblatt kann gelöst werden mit einem Rohr, Tisch oben drauf. Geschlafen wird hier für die Beinverlängerung. Hier oben ist die richtige Schale, ich kann die nachher kurz runterkurbeln. Wir haben beim 110er die 2 verschiedenen Bettmöglichkeiten, die Schale runterkurbeln auf dieses Level, dann schlafen wir längs. Ist der Körper auf der Schale, hier kommen nur noch die Knie und die Beine rein für die Verlängerung. Wenn es ganz schlecht Wetter ist oder in der Stadt man nicht gesehen werden möchte, kann diese Bettschale auch zwischen die Fenster runtergelassen werden und dann schläft man quer. Dann ist es etwas kürzer, noch 1,85 Meter. Dafür kann das Dach geschlossen werden. Raumbad ist etwas übertrieben, aber wir haben hier einen Ablauf drunter. Es ist alles versiegelt. Es darf nass werden hier. Es ist alles leicht zu reinigendes Polyester. Das Wasser fließt in den Abwassertank drunter. Kann hier mit der Dusche die Brause eingesteckt werden. Notfalls drinnen oder sonst auch draußen. Dann haben wir hier noch schön versteckt unsere Tedford-Chemietoilette. Die wird rausgedreht und kann quer sitzen. Mit wieder jeder Ecke viel Stauraum ausgenutzt. Es sind sämtliche Scharniere, Verschlüsse sind robust. Es ist eigentlich alles aus dem Marinebereich und nicht aus dem Plastik-Camping-Zubehör. Hier speziell beim 110er ist der große offene Durchgang zum Fahrerhaus. Man hat die Möglichkeit, von vorne nach hinten zu steigen, sowie auch hier unten. Jetzt ist es halt schon mit viel Material voll. Ist noch ein riesiges Fach, das bis hier hinten wirklich aufgeschnitten ist. Das war ursprünglich der Fußboden von der Rücksitzbank beim 110er. Ich habe bis dort unten eine riesige Wanne reingemacht, die jetzt mit Stauraum gefüllt werden kann. Alles von innen zugänglich und gegen außen abgedichtet. Preislich ist die Kabine ab Bezug Südfrankreich vom Werk ab 53.000 Euro. Und in der Schweiz mit den aufgeschnittenen Modellen ist sie ab 80.000 Schweizer Franken. Das ist dann schon sehr individuell und die Kabine noch etwas weiter veredelt. Jawohl. Die Werkstatt ist in 3232 Inns im Kanton Bern in der Schweiz. www.azalai.ch